Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und heute habe ich den Ardbeg für euch. Heute soll es um den Ardbeg gehen. Das ist eine limitierte Jubiläumsedition anlässlich des, ich sag mal, Vorruhestand von Mickey Hetz, dem Distillerie-Manager. So, als allererstes gieße ich mir mal ein Schlückchen ein, damit er auch ein bisschen ankommen kann. Vielen, vielen Dank an der Stelle an Tobias von Moët Hennessy, der mir ein Sample hat zukommen lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der schmeckt. Ich muss gestehen, ich hätte ihn mir persönlich tatsächlich auch nicht gekauft. Das liegt aber daran, dass ich so ein bisschen versuche, von diesem Hype-Kauf, der um Ardbeg drumherum abläuft, wegzukommen oder einfach nicht daran teilzuhaben. Aber ich finde das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee, da so eine Abschiedsedition zu machen. Und ich werde euch jetzt mal ein paar Hintergrundinfos dazu verlesen. Seit dem Jahr 2007 führt Mickey Hetz als Destillerie-Manager das Ardbeg-Schiff. Zum Abschied in den Ruhestand ehrt die Islay Distillery Mickey mit einer besonderen Edition. Ardbeg ist der erste Whisky der Destillerie, der vollständig in ehemaligen Rye-Whisky-Fässern gereift ist. Eine besonders würzige Edition mit einer Donnerbüchse am fruchtigen Aromen, gefolgt von sanftem Rauch im Nachhall, der lange auf dem Gaumen verweilt. Das für Ardbeg sehr außergewöhnliche Flaschenetikett zeigt eine Illustration von Mickey als furchtlosen Kapitän. Ein Werk von Butcher Billy, einem renommierten brasilianischen Künstler und Grafikdesigner. Die neue Abfüllung wird exklusiv für das Ardbeg-Komitee am 9. Februar 2021 über ardbeg.com verfügbar sein. Für 13 whiskygefüllte Jahre führte Mickey Hetz die ultimative Islay Distillery und verantwortete zahllose Abfüllungen aus feinstem Rauch. Daneben stand er im Mittelpunkt der Ardbeg Days von Iowa bis Illinois, holte dreimal hintereinander den IVC-Titel Destillerie des Jahres und wurde im Jahr 2014 zum Destillerie-Manager des Jahres ernannt. Ja, auf jeden Fall kann man sagen, er hat 13 Jahre als Destillerie-Manager gearbeitet für Ardbeg, hat das Ganze so ein bisschen, ja, federführend stilistisch begleitet, und das ist jetzt so die Abfüllung zum Ende. Ist irgendwie so ein bisschen traurig. Also ich kenne tatsächlich Ardbeg nur unter Mickey Hetz. Es ist natürlich traurig, dass er aufhört. Auf der anderen Seite hat er seinen Ruhestand auch echt verdient. Ja, ich bin gespannt. Wie viele Erst sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Könnte diese Anzahl irgendeine Bedeutung haben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 51,4% gereift in Rye-Fässern. Rye ist ja nun Roggenwhisky. Ich habe keine Ahnung, was das für einen Einfluss auf den Geschmack hat. Also man hat ja immer so dieses, man weiß, was für einen Einfluss ein Ex-Bourbon hat, was ein Sherry-Fass hat. Inzwischen kennt man sich auch mit Rotweinfässern gut aus. Aber so ein Rye-Fass, also quasi ein, na gut, an einem Bourbon-Fass ist ja quasi auch ein Whisky, der im Whisky-Fass reift. Aber so ein Rye-Fass, ich kenne auch nicht so viele Rye-Whiskys, die ich irgendwie, also dass ich das geschmacklich so ein bisschen einordnen könnte. Ich habe immer das Gefühl, dass der so ein bisschen nicht kerniger, so körniger ist, so ein bisschen herb. Vielleicht aber auch malzig, nicht wirklich, weil malzig spricht ja wieder für Gerste. Es ist kompliziert. Vielleicht kann ja jemand von euch mir sagen, was so Rye geschmacklich im Schnitt ist. Oder mir auch mal einen guten Rye Whisky empfehlen. Ich weiß, dass Stock Club Rye Whisky macht. Das ist ein deutscher Whisky. Aber jetzt bei den Schotten würde mir spontan nichts einfallen. Hier haben wir auf jeden Fall 51,4%. Aber er ist auf jeden Fall nicht raumfüllend. Ne? Also er stand jetzt hier schon ein Weilchen neben mir. Aber wie zum Beispiel der Corey Reckon, der ist so einer,
Den hast du eine Minute im Glas und dann riecht dein ganzes Wohnzimmer danach. Das ist so einmal, als wärst du mit so einem Weihrauchschälchen durchgegangen. Das ist bei dem jetzt hier nicht gewesen. Man riecht deutlich, aber trotzdem den Rauch. Er ist relativ strohgelb, fast ein bisschen sehr farbig für einen Artback. Fällt mir ein, steht hier drauf, ob der gefärbt ist. Nö, steht hier nicht. Gibt's noch ein zweites Blatt? Es gibt noch ein zweites Blatt. Ba, 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 ba. Nö, steht nicht drauf. Schade, steht nicht da, ob er gefärbt oder kühlgefiltert ist. Ich gehe aber mal davon aus, dass es nicht ist. Ich hoffe es. Bei so einer Special Sonder Once in a Lifetime Edition würde ich das persönlich erwarten. Und wie gesagt, am 9. Februar geht's los. Heute ist Sonntag, der 7. Februar. Das heißt, es geht los am Dienstag. Ich hoffe, ich kann euch das Video spätestens am Montag hochladen. Das heißt, alle, die heiß auf diesen Whisky sind, sorgt dafür, dass am Dienstag die Server zusammenbrechen bei Artback. Das macht ihr ja immer. Also ich habe schön den Artback-Rauch in der Nase. Der ist so ein bisschen immer diese Asche-Zitrone-Kombination. Aber so ein bisschen was Süßeres ist noch mit dabei. Eine helle Frucht. Aber ich kann noch nicht genau sagen, was. Er riecht auf jeden Fall recht frisch, nicht zu sehr nach Zitrus, aber so, naja, so ein bisschen erfrischend tatsächlich. Ja, die Süße ist, vielleicht kriege ich es raus. Slange. Auf jeden Fall sehr lecker. Oh ja, das kann ich schon mal sagen. So ein bisschen ganz anders, als ich Artback kenne. Er ist sehr, oh, wirklich sehr rauchig, sehr herb. Am Anfang hatte ich so ein bisschen was Süßes, aber so hinten raus, das ist so für mich richtig, richtig nussig und richtig, richtig aschig. Also so ein bisschen wie nicht geröstet, aber verbrannte Nüsse oder so. Also so richtig herb für einen Artback. Normalerweise finde ich persönlich, hat er immer so eine recht süße Note mit drin, dann diese erfrischende Zitrone. Das war, die Zitrone hatte ich hier vielleicht mit viel Fantasie ganz am Anfang kurz reinstechen. Aber so hinten raus ist der total, ich habe auch das Gefühl, dass ich, dass meine Stimme gleich total belegt ist, so als hätte ich Asche eingeatmet. Und das ist so richtig so, so dieses, so muss sich ein Drache fühlen, nachdem er Feuer gespeit hat, so nach dem Motto so, und dann kommt noch so die Aschewolke hinten raus. Der Alkohol ist sehr gut eingebunden. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der gebrannt hat und nichts. Der hat sich schön breit gemacht, der war weich, der war warm, der war flüssig, der hat sich schön verteilt, der hat nichts trocken gemacht. Also der war wirklich in sich rund. Jetzt weiß ich, woran mich die Süße am Anfang erinnert. Das haben wir, das war damals, da bin ich, oh Gott, das ist ewig her, da waren wir auf Mauritius und dann sind wir auf die Coconut Island gefahren mit so einem kleinen Schipperkahn mit so einem Glasboden und dann haben wir dort in so einer Assi-Tonne,
haben wir Bananen gegrillt. Und dann so mit Rum drüber und Zucker. Und das war richtig lecker. Und daran musste ich gerade denken. So an diese gegrillte, leicht aschige, aber super süße Banane. Das hatte ich jetzt so am Anfang. Und dann so ein bisschen so Sand zwischen den Füßen und Palmen und blaues Meer und Himmel und dahingehend ist das Artback Piratencover ziemlich passend. Also ja, ich könnte mir diesen Tropfen gut unter einer Palme vorstellen. Wenn man Mr. Kiki. Ja. Könnte man in der Karibik trinken. Und das ist, finde ich, bei rauchigen Whiskys nicht so häufig der Fall. Ne? Also für mich sind rauchige Whiskys immer so mit Schneesturm und Kälte verbunden. Apropos Schneesturm, es ist draußen ziemlich windig, kalt und verschneit und deswegen sitze ich mal wieder in meinem Sessel. Aber den Whisky könnte ich mir tatsächlich auch so am Strand, am Pool, bisschen Sonne, Sonnenbrille, ja. Jetzt hat er auch, ist ja immer so, wenn man so die ersten ein, zwei Stück trinkt, verändert sich ja nochmal der Geruch so ein bisschen. Bei mir zumindest. Und es ist so, es ist ein bisschen süßer geworden. So wie diese Fruchtcocktail aus Früchte aus der Dose. So ein bisschen Ananas, Mango, Obst, Salat. Und der Rauch ist da, immer, aber dezent und im Hintergrund und sehr angenehm. Ja, also der wird auch von Schluck zu Schluck, den ich nehme, wird der so, während der Whisky im Mund ist, ist das sehr angenehm, sehr fruchtig, leicht nussig. Aber trotzdem präsent, also es ist jetzt nicht so, dass der hinten runterfällt oder man nur wenig Aromen hat oder so. Also er ist präsent, er ist da, aber trotzdem total angenehm. Und der Rauch hinten raus ist auch super eingebunden, ist präsent, ist stark, aber trotzdem nicht total über den Haufen hauend. Also ich weiß nicht, ob dieses aschig, nussig, Rauchige am Ende von dem Rye Whisky kommen kann. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe schon mal Hafer gegessen, aber so dieses Gefühl, so rohes Getreide zu essen, das habe ich so ganz, ganz leicht hinten raus. Ich weiß nicht, ob das an den Rye-Fässern liegen kann. Dafür kenne ich mich mit Rye Whisky einfach zu wenig aus. Aber alles in allem ein sehr, sehr guter Whisky, also wirklich top. Da muss ich mal ein fettes Lob aussprechen, der ist wirklich sehr lecker. Einen kleinen Haken hat die Sache natürlich, neben der wahrscheinlich schnell beendeten Verfügbarkeit am Dienstag. Er kostet 150 Euro. Das ist so der Durchschnittspreis, sag ich mal so, für die Artback Limited Editions. Ja, das wer zum Artback Day versucht, eines dieser Exemplare zu erstehen, ist diesen Preis gewohnt. Ne? Für den macht es keinen Unterschied. Ich persönlich finde es halt immer ein bisschen schade. Ich verstehe es. Es ist eine limitierte Edition. Es ist ein besonderer Anlass. Die Geschichte ist toll erzählt und alles. Aber 150 Euro ist echt viel. Ne? Da kriege ich halt einfach auch ähnlich geile Whiskys für einen günstigeren Preis. Wir werden uns an teurere Preise für Whisky gewöhnen müssen. Also jetzt, wenn ich den Preis und die Verfügbarkeit außer Acht lasse, würde ich dem Whisky locker 8 Punkte geben, weil er echt lecker ist. Aber das ist so ein Aspekt, der so im Preis-Leistungs-Verhältnis das Ganze für mich immer so ein bisschen runterzieht. Und deswegen kriegt er insgesamt von mir 7 Punkte. So, ich hoffe, ich kriege das Video pünktlich fertig, vielleicht am Sonntagabend noch oder erst am Montag früh. Ja, entscheidet für euch, ob ihr teilnehmen möchtet, ob ihr einen erwerben möchtet. Ich kann euch sagen, schmecken tut er auf jeden Fall.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich habe mich gefreut, mal wieder einen Artback im Glas zu haben. Und ja, ich bin gespannt, was als nächstes mich in meinem Glas erwartet. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis dann.